So, liebe Leute, heute geht's weiter mit Need for Speed und Rivals. Wir müssen ja noch den Sprung suchen. 119 Meter sollte er sein. Dann gehen wir mal auf die Strecke. Oh, wir haben volles Fahrdings. So, probieren wir es mal. Irgendwo muss er hören. Du musst ja hier ein Drecksprung sein. Sprünge. Man kann ja filtern. Das ist gut. Ungefähr muss ich gucken, wo wir hier einen Sprung haben. Die sind hier oben. Und dann 19 Meter so mehr fahren. Springen. Gut. Dann starten wir mal hier oben. Und dann haben wir die Speeders abgearbeitet. So, ich bin sofort am Start. Gut, jetzt geht's los mit unserem Audi A8. Perfekt, dann kann ich hier mich suchen. Dann nochmal 119 Meter sollen wir ja packen. So, die Frage ist, ob das der Sprung gezählt würde. Nein, natürlich nicht. Gut, dann weiß ich, dass ich ein bisschen weiter nach links springen muss. Ich kümmere mich gerade nicht um die Kopf, ich wandere danach noch ein, zwei Speedlists ab. Blödes Haus, Alter. Deswegen kriege ich die 119 Meter nicht rein. Die zählt er mir nämlich nicht. Verarschen? Die lässt er mir nicht. Ich will den scheiß Sprung schaffen, ey. Das war zum Kotzen gerade. Aber danach können wir nicht auf die Kopfkarriere gehen. Aber jetzt müssen wir diesen scheiß Sprung absolvieren. Jawohl, da haben wir es doch. 142,62 Meter.
haben wir geschafft. Egal, ob die Karre jetzt auf der Welle fast verschrott ist. Wir haben es geschafft. Ja, warte mal. Achso, wir stehen ja schon daneben. Nehmen wir uns die 7000 da auf und dann haben wir diese Speedless auch endlich abgearbeitet. Gott sei Dank hat auch lang genug gedauert. Rangehöht, neue Lackierung, Abwurfungstechnologie und neue Leistungsupgrades und ein neues Auto verfügbar. Wir haben einen McLaren auf jeden Fall. Dürfte ein P1 sein. Sie werden zu langsam sein. Zu ängstlich. Wir müssen das Licht erlöschen lassen. Nur Siege hindern uns, alles zu verlieren. Ah, wir machen die einfach. Die ist gut, die Speedless. Gut. Dann gehen wir raus. Also machen wir doch jetzt ein bisschen kurz. So, ich habe noch ein bisschen was. Verfassungstechnologie. Slot 1. Und die Schockwelle. Haben wir ja drin. Okay, das jetzt war ein MP. Gut, lassen wir das so drin, wie es ist. Nochmal die Wagenpersonalisierung. Warte mal. Leistungsupgrade, so war das. Robustheit. Stärke. Okay, dann haben wir das soweit auch, den Wagen. Und dann gehen wir auf die Strecke und wir müssen zwei Rennen fahren. Einen Racer zerstören, eine erziele Schockwellen. Treffer gegen drei Racer und zwei mit fünf Racer von der Seite. Also das sollte kein Problem sein. So. Rennen sind die mit den Fähnchen, das heißt hier. Also bis zur Ziellinie, wir sollen auf jeden Fall Erster werden. Mit der Speedless haben wir dann den Ford GT freigeschaltet. Falsche Taste gedrückt. Komm, komm, komm. So, warum wir noch den Wälzer zerstören, um das Ding mal Gold zu fahren? Das Ding haben wir zerstört. Scheiße, hat er mich schön gekontert, der Sack.
Was hättet ihr mir die Scheiße? Erste Ding auf Gold gefahren und den ersten Teil des Beatles schon mal weggearbeitet. Einen brauchen wir noch. Dann gehört schon die nächste Speedlist. So, nächste Rennen. Dann geht's auf die Cops. Dann geht auch Minimum zwei komplette Speedies auf die Cops. Da kann ich ja jetzt, wie viel wir jetzt mittlerweile haben. Ich müsste das Ding auf Gold fahren. Ich habe dieses Bild jetzt, die Ecke hier, da haben wir ja den Einsprung gesucht, ewig. So, auf geht's. Wieder Platz 1 zum Holen. Ich habe die schon mal gefahren, 1,30 müssen wir fahren. Also ich habe die später schon zu privat geschnitten. Jetzt geht es ja rein um den Sieg hier. Scheiße, da habe ich selber die Einfahrt verpasst, dass ich mir den holen wollte. Thank you.
Der Sackjunge, schön in der letzten Sekunde hat er mir noch einen, hat er mir noch nie einen Pi reingedrückt. Ah, super, ich hätte den gehabt sonst. Ah, leck mich doch, ey. Ich hatte das Ding bis auf letzten Moment auf eine Minute auf Gold und dann bis auf letzte Sekunde auf Gold. Weil die Speed ist abgearbeitet gewesen. Der zieht mir die nochmal weg. Mal weg hier, bevor der mir hinterherkommt. Scheiße, Alter, die hätte ich gar nicht gehabt, die Speedless. Die hätte ich gerne gehabt. Die hat mir schön in der letzten Sekunde noch geholt mit dem scheiß CMP. Okay, dann gehen wir mal rein. Verfolgungstechnologie. Ne, Quatsch. Garage verlassen. Wir müssen ja noch das Rennen fahren. Wie gesagt, Laguna 2 oder so, ne? Hm. Ah, das ist ärgerlich. Das hätte ich mir gerne geholt, doch. Riverside. Nehmen wir mal Eastwood. Da ist weniger los. Und die das haben wir ja noch nicht gehabt. Ist das ärgerlich? Ist das ärgerlich? Den hätte ich mir gern geholt. Dann fahren wir jetzt mal los. Bitte was hochportieren. Hallo, hörst du mal auf jetzt oder nicht? So, den habe ich auch mal schön mal mitgenommen. Es geht auch schon wieder los. Ich hoffe, dass er sich gerade nicht für mich interessiert. Ich hatte auch nicht. Jetzt soll dann zu regnen hier. Ne, der recht. Wenn er echt will gerade. Meter noch. Jetzt abgeschlossen. Ja, ich weiß. Hätte ich das eine Rennen nicht gehabt? Ja, hier ist der Sprung, den ich eigentlich die ganze Weile gesucht hatte. Na, du hast ja dann noch hingekriegt. So, was ist das? Versteck jetzt mal auf. Thank you.
Und dann sind wir hier komplett durch. Ah, scheiße, der kommt da gegen mir. Ah, das war mir klar. Tschüss. Tschüss. Auf Nummer sicher gehen. So, ihr schafft, liebe Leute. Rang erhöht. Neue Fahrverlackierung. Neue Fahrverzeichnung. Oder neue. Also, okay. Und ein neuer Wagen. Ein neuer Wagen wird der Frau GT sein. Zwei neue Autos in einer Folge kassiert. Mit dem 1 Wikis. Kapitel Nummer 5. Schaff's. Die Bundespolizei sollte die Straßen sicherer machen. Aber sie sind gefährlicher geworden. Gefährlicher für uns. Und gefährlicher für alle, die ins Kreuzfeuer geraten sind. Viele Racer werfen das Handtuch. Aber eine neue Gruppe ist aufgetaucht. Ihr Anführer hat den Decknamen Fate. Keiner weiß, woher er gekommen ist. Aber er hat alle Racer offen herausgefordert. Das Land ist auf die Stadt aufmerksam geworden. Und wer sich einen Namen macht, steht im Rampenlicht. Schon klar. Rivalen zeigen uns, wer wir sind. Zeigen uns, wo wir in der Nahrungskette stehen. Fate will mir zeigen, wo mein Platz ist. Aber ich werde den Spieß umdrehen. Fate ist da draußen. Irgendwo. Gut, nächste Auto wäre ein Ferrari 599 GTO. Was haben wir denn hier für Aufgaben-Zeit fahren? Ich werde meine eigene Herausforderung. Fate ist da draußen. Müssen wir das Gold fahren oder was? Ich ja, werde Gold. Meine eigene Herausforderung bestehen. Das kriegen wir hin. Wir sehen uns. Wir wollen mal was fahren hier. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, weil dann gehen wir jetzt erstmal zu den Cops. In der nächsten Racer-Folge so rum. Wir gehen jetzt nämlich erstmal zu den Cops.